Moin zusammen und herzlich willkommen zurück, liebe Reisefreunde. In diesem Video dreht sich alles um den Schiedersee. Ich zeige euch ausführlich dieses schöne und attraktive Erholungsgebiet. Und ich zeige euch auch den Reisemobilhafen am Schiedersee, einen der größten Wohnmobilstellplätze Deutschlands. Angelegt wurde der ca. 90 Hektar große See zum Hochwasserschutz und zur Erholung für Jung und Alt. Das Erholungszentrum am Schiedersee ist ein Ausflugsziel wie im Bilderbuch. Hier wird einfach jedem etwas geboten. Der Schiedersee, auch Emmerstausee genannt, ist mit 3,5 Kilometer Länge und 500 Meter Breite das größte Gewässer in Lippe. Rund um den See verläuft ein 7,6 Kilometer langer Wanderweg, den man aber auch perfekt radeln kann. Dabei kann man dann auch unterwegs in einem der empfehlenswerten Ausflugslokale einkehren. Es gibt auch zwei Aussichtsplattformen, von denen man einen wunderbaren Überblick über den See hat. In unmittelbarer Nähe zum See befindet sich das Freibad Schieder mit einem eigenen Sandstrand, Sprungtürmen und einer großen Liegewiese zum Entspannen. Das Freibad ist vom Wohnmobilstellplatz nur wenige Radminuten entfernt. Der am See gelegene Kinderfreizeitpark Fantastico sowie ein Ponyhof lässt Kinderaugen leuchten. Übrigens, das Baden im See ist nicht erlaubt. Wer dennoch den See hautnah erleben möchte, hat während der Saison täglich die Gelegenheit, eines der Tretboote auszuleihen und den See vom Wasser aus zu erkunden. Man erhält die Tickets online oder vor Ort. Übrigens, der Eintritt in den Kinderfreizeitpark Fantastico ist kostenpflichtig. Der Aufenthalt im gesamten anderen Freizeitbereich ist kostenlos. Und auch eure vierbeinigen Freunde dürft ihr gerne mitbringen. Hier am See könnt ihr auch unvergessliche Nächte in den Campingfässern oder auch Fischerhütten verbringen. Man kann aber auch Ferienwohnungen mieten für Platz für 2 bis 5 Personen. Und nicht zuletzt könnt ihr euch auf dem Wohnmobil- und Campingplatz mit eurem eigenen Fahrzeug einmieten. Praktischerweise kann man auch auf der Homepage im Internet reservieren und sich sogar einen bestimmten Platz aussuchen. Reservierungsmöglichkeit, Preislisten und Informationen findet ihr unter schiedersee.de. Der Wohnmobil- und Campingplatz bietet mit seinen ca. 200 Stellplätzen den perfekten Ausgangspunkt für unvergessliche Urlaube im touristisch attraktiven Land des Hermanns, am Rande des Teutoburger Walds.
liebe Reisefreunde, in den letzten drei Videos habe ich euch einige schöne Orte vorgestellt, die ihr für eure Planung, für ein verlängertes Wochenende oder einen kleinen Kurzurlaub nutzen könnt. Es lohnt sich sehr, diese wunderschöne Gegend zu besuchen, aber was sage ich da? Ihr habt es ja gesehen. Wenn ihr noch Fragen habt oder zusätzliche Informationen benötigt, schreibt mich an. Ich helfe gerne weiter. Ich zeige euch jetzt noch einige Impressionen vom Rundwanderweg und von dem Ort Schida, wo ihr während eures Aufenthaltes hier im Reisemobilhafen auch einige Einkaufsmöglichkeiten vorfindet. Ich sage wieder vielen Dank für euer Interesse. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn euch mein YouTube-Kanal und meine Videos gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen weiterempfehlen würdet. Vielen Dank dafür.